Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Atlas Fallen habe ich hier vor mir. Mir wurde netterweise zur Verfügung gestellt, um es zu testen, beziehungsweise um Angezockt zu machen, um euch das zu zeigen. Ich zocke das jetzt vor dem offiziellen Release. Darf es halt natürlich erst dann veröffentlichen, ist klar. Aber dadurch können jetzt noch Bugs sein. Also beziehungsweise ich habe auch eine Liste geklickt mit kleineren Fehlern, die bei PC-Versionen und Konsolenversionen bekannt ist. Also bis jetzt bekannt ist, die dann halt mit einem Day-One-Patch gefixt werden. Der natürlich am Release-Tag natürlich rauskommt. Also die kleine Einschränkung sollte euch bewusst sein. Ihr seht, meine Kamera ist nicht vorhanden. Ich nehme in 4K HDR auf. Damit ihr so nah wie möglich, ich werde es auch so ungerendert, ich werde es nicht bearbeiten, das Video, ich werde es so, wie ich es hier aufnehme, werde ich es so YouTube hochladen, damit ihr so nah wie möglich am Ergebnis dran seid, wie ich es hier vor mir sehe. Ich nehme mit einer sehr hohen Bitrate auf, ich habe die Qualität auf extrem hoch geschraubt, wird dann natürlich eine große Datei, dauert dann wieder ein paar Tage, bis das bei YouTube alles fertig bearbeitet ist. Ihr könnt es natürlich aber auch nur sehen, wenn ihr ein HDR-unterstütztes Gerät habt. Also wenn ihr natürlich an einem Fernseher guckt oder so, der nur Full HD hat, dann seht ihr nur Full HD. Wenn ihr einen 4K-Fernseher habt, dann seht ihr nur in 4K, wenn er kein HDR hat. Oder wenn ihr das HDR deaktiviert habt. Oder am Handy, wenn es kein HDR hat, dann ist da bei dem Einstellungsrad, steht da auch nur 1080p, 1044 oder was weiß ich. So. Ich habe auch schon, also ich habe es noch nicht gespielt, ich war nur kurz hier bei den Einstellungen drin und da zeige ich euch gleich mal, was ich gemacht habe. Ich habe bei der Grafik, habe ich das hier so angepasst, ja, den Gamma-Wert, dass ich es hier bei mir halt schön sehe. Naja, könnte man noch ein bisschen höher schrauben. Soll ja gerade noch so sichtbar sein und oben soll gut sichtbar sein, dann würde ich sagen, dann ist das, trifft das eher meinen Geschmack. Und bei Sound, ach so, und bei Grafik habe ich auf Qualität gemacht. Nicht auf Bitrate, sondern auf Qualität. Ich könnte noch, ach Quatsch, also Leistung meine ich. Ja, ich könnte natürlich hier auch auf Leistung machen. Mit einer hohen Videobitrate, aber. Aber ich will einfach nur Qualität. Ob es da auf 30 FPS runter sinkt oder so, ist mir eigentlich vollkommen Wumpe. Ich will einfach nur, dass es geil aussieht. So. Achso, hier, das könnte ich auch wieder zurück machen. So. Und bei Audio habe ich eingestellt, dass halt praktisch die Musiklautstärke runter ist und die Effekte, die ihr hier hört, ja, das sind die jetzt hier. Aber wir können ja erstmal laut lassen und Umgebung lassen wir auch mal alles so. Oder einfach nur Musik, dann werden wir mal sehen, wie es im Spiel ist. So. Gameplay hat, da habe ich einfach gar nichts umgestellt. Das Spiel hat ist so komplett deutsch, kann ich euch auch gleich zeigen. Selten, manchmal, selten, normal, manchmal. Lass mal so. Mehrere Symbole, einfach, voll, einfach. Ja, das können wir uns dann alles, achso, hier NPC, Namensanzeige, das können wir alles dann auch noch ausschalten, wenn wir wollen, aber ich lasse das erstmal so, wie es ist. So, Sprache und Barrierefreiheit, da haben wir hier Deutsch, Textsprache Deutsch, Untertitel habe ich jetzt für das Video alles mal angemacht. Den Hintergrund für den Untertitel habe ich ausgelassen, ja. Wir können auch dann noch Steuerung uns angucken. Was ist dann hier? Kamera, horizontal, vertikal, was weiß ich. Das habe ich ja in der PlayStation eingestellt. Das sollte eigentlich automatisch übernommen werden. Die Tasten für den Controller will ich gerne nicht wissen. Ich will das im Spiel kennenlernen. So, und dann gehen wir mal los. Neues Spiel. Namen. Geschichte. Einfach. Kämpfen. Kämpfe sind weniger anspruchsvoll und du kannst dich voll und ganz auf die Spielwelt und ihre Charaktere konzentrieren.
Riggs Goatless. Ein ausgeglichenes Kampferlebnis, bei dem du deinen Spielstil immer an jeweilige Umstände anpassen musst. Ich bin eigentlich immer nur drauf-Typ. Anpassen ist jetzt nicht so. Die Herausforderung. Oh nee, wir machen. Fangen wir mit einfach an. Dann machen wir keine Experimente. Wir können es ja bestimmt noch hochschalten dann nach und nach. Ich bin so heiß drauf. Ich bin da schon so lange so heiß drauf. Die Essenz, auch in ihrer kleinsten Form, enthält die Ewigkeit. Jedes Korn von ihr ist angefüllt mit Leben. Essenz ist nicht für die Sterblichen bestimmt, sondern allein für Telos. Die Gottheit, welche nach Essenz verlangt. Ich fühle mich aber trotzdem noch ziemlich laut. Schon für Jahrhunderte, indem wir Telos unser Dasein widmen. Indem wir unser Haupt beugen. Ich habe mal noch ein bisschen runtergemacht. Im Aufnahmeprogramm. Doch ich werde mich nicht länger beugen. An dem Tag, als ich das Licht verdunkelte, setzte ich etwas in Bewegung. Ich habe aber einen fetten Ausschlag bei Audio. Ja, mal gucken, wie es sich im Nachhinein anhört. Ich wusste, das würde zu Kämpfen führen. Ich wusste, dass der Tod einziehen würde. Die Phantome, von der verdunkelten Sonne in Rage gebracht, würden Unschuldige töten. Aber ich ging dieses Risiko ein. Oh, ich hoffe, das entfernt im Video nicht so, wie ich hier gerade hin und her springe bei mir das die Audio. Ein Glücksspiel mit einem hohen Preis. In der Hoffnung, dass es erwachen wird. Ich mach mal lieber hier noch ein paar Striche drunter. Also die Kamera geht schön weich. Der sind wir jetzt also. Viereck, Dreieck, okay. Aha. Ich bin nicht alleine.
Ich kann dich hören. Hallo? Mit den zwei Knöpfen für Angriff? Ach so, das ist eigentlich ganz agil hier gerade. Ich kann dich hören. Wo bist du? Gut, erst auf. Sieht aber wirklich sehr düster aus. So eine Art Hölle sein, oder? Mich hier zu halten? Nein, jemand versucht. Achso, ich soll jetzt einen Schmetterer machen. Moment, das kommt mir vertraut vor. Ich war schon einmal hier. Alles wiederholt sich. Ich muss, irgendwie bin ich mit den Einstellungen von dem Audio noch nicht so zufrieden. Warte mal, wir müssen das mal einzeln machen. Wir machen mal Gesamthoch. Gespräche machen wir hoch. Effekte machen wir 3 runter. 1, 2, 3, 4 machen wir runter. Umgebung 1, 2, 3. So, Umgebung soll ja lauter sein. Ne, die Effekte sollen lauter sein. So. Und Gespräche schön laut. Musik auch runter, ja. Drahtloser Controller. Drahtloser Controller Audio Ausgang aktivieren. Kopfhörerausgang am Drahtlos. Okay, nee, das lassen wir mal. Monokanal wollen wir auch nicht. So. Alles wiederholt sich. Die Musik ist mir immer noch zu laut. Oh, Scheiße. Verflucht sei dieses Reich. Oh! Der ist wieder viel zu verstehen, aber... Du, kannst du mir helfen? Die Stimme halt nicht. Wer bist du? Die Stimme finde ich ein bisschen leise, muss ich sagen. Ah. So, wer sind wir denn? Sagen wir mal den hier. So. Stimmt. Die Königin? Ja. Wissen für Wissen? Die Welt wird sich verändern. Auf die eine, wir haben uns immer gegenseitig. Achso, die Stimme bleibt die gleiche. Wir haben nur eine männliche und eine weibliche. Ich wusste, dass ich dir vertrauen kann.
Der sieht aber auch gar nicht mal so schlecht aus. Der ist ein bisschen schmal. Ich bin ja auch ein bisschen moppliger. Nehmen wir den. Haare. Bart. Ja, das kommt doch so fast hin wie ich, bloß dass ich oben das nicht habe. Meiner ist ja länger. Ich habe ja keinen Vollbart, das darf ich ja nicht haben, hat Frau Jumme verboten. Den nehme ich. Den, die Haarfarbe nehmen wir. Haben wir noch vielleicht ein paar coole Haare? Achtet haben sie immerhin mit, dass die Haare da noch ein bisschen. Ja, das ist dann ab Day One weg. Ne, wir lassen mal, oder? Warte mal hier oben. Ne, wir lassen mal Glatze. Die Augen gefallen mir noch nicht so wirklich. Die sind so, sehen so ein bisschen traurig aus. Hautfarbe. Ich bin ja so ein blasser Gesichtsform. Lassen wir mal Mund. Ah ne, Kinn ist das da. Ich glaube, das fühle ich eher. Augenform, na, da haben wir doch was. Also ein bisschen grimmig. Nur die Nase gefällt mir noch nicht so ganz. Mund.
Also, dass man das Ohren. Ja, dann lassen wir Standard drin. Kleidungsfarbe. Rot. Rot, rot, rot. Blau ist, ich bin zwar ein Fan von Blau, aber hier irgendwie. Ich weiß nicht, Blau oder Rot. Ach, ich nehme Blau. Ich nehme Blau. Ich darf dich nicht verlieren. Nicht jetzt. Die Phantome kommen. Bitte, wach auf. Der Sonne sei Dank. Komm, hoch mit dir. Wir müssen weiter. Finderin, was ist passiert? Die Karawane wurde von Phantomen angegriffen. Ich habe nach Überlebenden gesucht, aber nur dich gefunden. Du bist für mich zurückgekommen? Ich war in diesem Traum. Wir sind hier draußen ungeschützt. Wir müssen sofort zurück ins Lager. Wir haben es geschafft. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Ich bin eine Fährtenleserin und damit vertraut, verlorene Leute zu finden. Du bist immer da, wenn wir dich brauchen. Aber warum ist das alles passiert? Diese Route war doch bisher immer sicher. Wir haben nicht die übliche Route genommen. Die Königin hat unseren Kurs im letzten Moment geändert. Kann aber sein, dass es mit dem Ton zusammenhängt. Warum sollte sie sich für eine Karawane interessieren? Ich weiß es nicht. Das ist noch nie passiert. Durch die 8.0 Beta. Es ist verflucht. Bin gerade am Testen. Die Phantome sind überall. Aber die Wachen, sie hätten uns beschützen müssen. Psst. Wie Atmos und so was alles. Hey, Namloser. Kam jetzt neu darin zu. Zurück an die Arbeit. Wir haben gerade so den Sturm überlebt. Wir müssen uns kurz ausruhen. Der Sturm ist da draußen. Ich bin hier. Beweg dich, oder ich werfe dich den Phantom zum Fraß vor! Die Augen auf die Fresse, Alter. Namenlosen bedeuten so jemandem gar nichts. Geh, ich komme schon zurecht. Wie sie schon mit uns sprechen. Diese Sonnenfinsternis ist ein schlechtes Omen. Die Wachen sind nervös. Provoziere sie nicht. Wenn sie uns wirklich da draußen dem Tod überlassen haben, muss sich jemand dafür verantworten. Das sehe ich auch so. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Unsere Leute, sie sind am Ende. Blutverschmiert, verängstigt. Rede mit den anderen. Wir müssen zusammenhalten. Halte durch, sonst sterben wir hier noch. Wir sind stark. Ich weiß es. Gemeinsam. Wir haben so viele verloren. Und die anderen sind verängstigt und allein. Finde Aufseher, Schmied und Hirte. Wir sollten das gemeinsam besprechen. Ich mach mal hier ohne ein bisschen
Laser. So, auf der Hälfte. Ja, ein bisschen unter, über der Hälfte. Dass wir ein bisschen Ausschlag haben. So. Das sollte vielleicht noch ein bisschen besser sein jetzt. Hast du dich nach dem Sturm gut erholt? Geht es dir besser? Ich werde alt. Vor ein paar Jahren. Ach, ich schwätze zu viel. Ich werde es überleben. Bist du verletzt? Brauchst du einen Heiler? Ach, mach dir keine Sorgen um mich. Allerdings könnte ich einen ganzen Elch verspeisen. Sag nichts weiter. Ich besorg dir was zu essen. Du hast die Königin erwähnt, dass sie unsere Route geändert hat. Ich habe die Wachen belauscht. Ich weiß allerdings nicht, warum sich die tausendjährige Königin für unsere kleine Karawane interessieren sollte. Aber dass sie sich persönlich einmischt... Tja, da braut sich was zusammen, Kindchen. Kindchen! Ich habe natürlich schon von der Königin gehört, aber ich habe sie noch nie persönlich gesehen. Du etwa? Das habe ich. Ein einziges Mal. Und ich würde lieber nicht darüber reden. Sie ist ein Ungeheuer. Obwohl sie seit Jahrhunderten lebt, hat sie sich nie für die Menschen eingesetzt. Sie dient nur Telos. Und Telos bedarf an Essenz. Ich verstehe. Ich komme bald wieder. Ich bin so hungrig. Telos, wie viele haben es am Ende geschafft? Nicht einmal die Hälfte. Die Wachen haben uns Namenlose zum Sterben zurückgelassen. Die Sonne hat sich mitten am Tag verdunkelt. Hat Telos das getan? So viel Essenz verloren. Telos wird wütend sein. Du gehörst nicht ins obere Lager. Arbeite oder wir werfen dich raus. Aber finde ich cool, dass man das verbergen kann oder auch anlassen kann. Der Sand beobachtet uns. Der Sturm ja, verwirrt uns. Heißes. Sieht so aus, als wärst du fertig mit der Zubereitung. Das entscheide ich selbst. Was willst du? Kann ich eine Portion haben? Es ist kaum genießbar, aber ich habe genutzt, was da ist. Du musst es allerdings mit jemandem teilen. Es ist immer noch ein langer Weg in die Hauptstadt. Finderin kann alles haben. Sie muss sich erholen. Danke. Ah, da ist der Schmied. Diese verdammten Wachen! Hast du gesehen, wie sie uns behandeln? Sie sehen uns nicht mal an, wenn sie unseren Tod befehlen. Diese verdammten Schweine. Bleib ruhig, Freund. Zieh bloß nicht Morats Aufmerksamkeit auf dich. Lass ihn nur kommen. Er ist das fetteste Schwein von allen. Er ist ein verdammter Mörder. Finderin will, dass wir zusammenkommen und darüber reden, was passiert ist. Darüber, was wir tun sollten. Genau. Wir sollten attackieren und die Initiative ergreifen. Ich will keine Leute mehr verlieren. Wir sind müde, total erschöpft. Wir müssen zusammenhalten. Ja, gemeinsam sind wir stark. Gut. Ich komme zum Lagerfeuer. Sag mir einfach Bescheid. Also dann am Lagerfeuer. Wir werden warten. Ich bin mit all dem nicht einverstanden. Aber ich fürchte, ich kann dir nichts zu essen geben. Die anderen Wachen würden das niemals durchgehen lassen. Nicht still sitzen so
solange diese Dinger da draußen sind. Wir müssen etwas unternehmen. Hey, jetzt da. Das war das erste Mal. Aber wir sind erschöpft. An die Arbeit, bevor die Wachen uns beim Herumlungern sehen. Ist was passiert? Was? Nein, ich... Die Wachen sind... Sie sind bösartig. Ich will nicht... Ich will nicht rausgeworfen werden. Finderin und ich haben überlegt... Nein, auf keinen Fall. Ah, geht ganz schnell, Röhr. Sie werden mich rausschmeißen. Ich... Vielleicht. Ich... solange ich... Ah, schnell überspringen funktioniert auch. Ach, da ist die Wache. Ich bin so hungrig. Boah, bleib zurück. Die Phantome schlagen auf dieses Ding ein, als ob es keinen Morgen gäbe. Gut. Vielleicht gibt es das auch nicht. Wir wurden im Chaos zurückgelassen. Was ist passiert? Hauptmann Morat rannte sofort davon. Er befahl seiner Kutsche, sich so schnell wie möglich von den Phantomen zu entfernen. Ich habe ihn seitdem nur einmal gesehen. Als er Erbauer in den Sturm trieb. Wir müssen besprechen, was wir jetzt tun. Wir sind Namenlose. Was haben wir schon zu erwarten? Sie brauchen uns lebend, damit die Karawane weiterziehen kann. Das wie passt der Körper nicht ganz zu... Vielleicht. Aber was nützt deine Besprechung? Kopf? Sie haben Schwerter, mein Freund. Sie haben nicht einmal Rüstungen. Es muss ja nicht in einem Kampf enden. Erstmal sollten... Da hast du recht. Gut. In der Kann nur der Blickwinkel sein. Ich war überrascht, als unsere Karawane die Route änderte. Und noch mehr, als ich hörte, dass dies ein Befehl der Königin war. Ich habe versucht, sie davor zu warnen, dass uns das in das verfluchte Gebiet führen würde. Dann erhob sich der Sturm. Wir hatten keine Chance. Die Wachen flohen. Sie sorgten sich nur um ihr eigenes Leben und ließen uns Namenlose zum Sterben zurück. Jetzt sind wir verloren. Die Nerven liegen blank. Keiner von uns Namenlosen traut sich, für sich selbst einzustehen. Noch nicht. Aber Morat muss wissen, dass er sich um uns kümmern sollte. Sonst werden alle hier sterben. Dann gehen wir mal zum Lagerfeuer. Ich habe jetzt nur geguckt, ob hier noch... Oh, hier. Nee. So viel Essenz verloren. Finderin, ich habe nach den anderen gesehen. Sie werden kommen, sobald sie ihre Aufgaben erledigt haben. Gut, wir werden warten, bis alle da sind. Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Hier, der Koch war der Meinung, dass es essbar ist. Ha, er hat sicher sein Bestes gegeben. Ich danke dir dafür. Ruh dich etwas aus. Wir brauchen dich noch. Ich hoffe, sie brauchen nicht zu lange. Freunde, danke, dass ihr gekommen seid. Es sieht nicht gut für uns aus. Wir haben viele Freunde verloren. Die Wachen sind für uns genauso gefährlich wie der Sturm. Wir müssen handeln. Was können wir schon tun? Sie sind Wachen. Soldaten. Seht doch, wie viele wir sind. Wir können abhauen und uns allein durchschlagen. Oder wir bleiben und verlangen Schutz. Ich habe schon zu viel verloren. Wir sollten kämpfen. Wir sind mehr. Wir können es mit ihnen aufnehmen. Es ist besser, als dort draußen zu sterben. Wenn wir kämpfen, könnten wir gewinnen. Aber der Preis wäre sehr hoch. Deshalb sage ich, dass wir unsere Forderungen dem wahren Schuldigen vortragen. Morat. Ja, genau. Wir haben keine andere Wahl, Brüder und Schwestern. Verzweifelte Zeiten verlangen... Nun ja. Morat, er kann der Gerechtigkeit nicht entkommen. Er ist ein Mörder.
Selbst die Wachen wären froh, wenn er nicht mehr da wäre. Aber lasst uns nicht voreilig handeln. Was auch immer passiert, das Wichtigste ist, dass wir zusammenhalten und in Sicherheit bleiben. Nur so wird Morat fallen. Wenn wir uns also einig sind, lasst uns die Nacht überstehen und handeln, wenn wir ausgeruht sind. Ja, gemeinsam. 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 Gut. Gehen wir wieder an die Arbeit. Du, was machen diese Arbeiter? Ich weiß es nicht. Natürlich weißt du es nicht. Hauptmann Morat, ich... Schweig! Ich gehe selbst nachsehen. Hauptmann Morat, möge die Sonne euren Weg erleuchten. Kann ich... Nein. Zurück an die Arbeit, ihr alle. Sofort. Telos sieht zu. Seht ihr nicht, in welchen Schwierigkeiten wir stecken? Und ihr sitzt nur rum und tut nichts? Wir unterhalten uns nur. Das ist nicht verboten. Auch nicht für uns Namenlose. Du wagst... Wie kannst du es wagen? Es ist wichtig, dass ihr uns zuhört. Sonst werden wir noch alle sterben. Ohne uns läuft nichts in diesem Lager, ob ihr es zugebt oder nicht. Ihr braucht uns. Wähle deine nächsten Worte sehr sorgfältig. Ich habe schon namenlose Verfügung. Die Phantome reißen uns alle in Stücke, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Aber wir werden nicht für euch sterben. Ihr denkt alle, das sei ganz einfach, oder? Das ist typisch. Sei vorsichtig. Was ist das Problem mit Leuten wie dir? Nur angefüllt mit blankem Selbsterhaltungstrieb. Ich habe das auch nicht gewollt. Telos hat uns herausgefordert, in diesem Sturm zu überleben. Unsere Gottheit beobachtet uns. Und diese Farce bringt uns alle in Gefahr. Du, Redelsführer, du wagst es, mir zu widersprechen? Dann bist du perfekt für eine Aufgabe, die ich im Sinn habe. Hauptmann, ihr müsst uns zuhören. Schweig! Einer von euch hat mir etwas gestohlen und ist in die Wüste geflohen. Finde es und wir werden uns einig. Vielleicht. Da draußen wartet nur der Tod. Tu es nicht. Wenn es unseren Leuten hilft, ich werde es tun. Komm nicht zurück, bevor du den Dieb gefunden hast. Nein, Stoll. Ist jemand. Und da ist noch etwas anderes. Oh, bitte sei kein Phantom. Oh, was haben wir denn hier? Neues Material entdeckt. Komm! Näher! Was ist das für eine Stimme? Hier! Ich bin hier. Was ist das? Näher. Ja, ich spüre dich. Noch näher. Etwas ruft mich. Ja. Nein, was? Endlich. Ich kann wieder sehen.
Wer bist du? Keine Zeit. Wo bist du? Ein Phantom! Oh nein. Oh nein, nein, nein. Konzentriere dich. Nutze meine Kraft. Ich werde dir helfen. Naja. Hab keine Angst. Benutze den Gauntlet. Was ist gerade passiert? Mein Körper hat sich von allein bewegt. Und diese Waffen. Siehst du? Gemeinsam sind wir stark. Wer bist du? Ich bin... Warte. Wer bin ich? Ich bin... Nayal. Nayal? Aber... Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe ein Phantom besiegt. Aber wie? Wir haben das Phantom besiegt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals wieder jemand meine Stimme hören würde. Gut, also lass uns zuerst einen sicheren Ort finden. Ich glaube, ich muss mich kurz sammeln. Komplett hoch den Sand. Spüre ihn um dich herum. Spüre das wachsende Momentum. Das Momentum beibehältst, wächst die Kraft des Gauntlets. Sei vorsichtig. Momentum kann ja auch gefährlich werden. Die Phantome werden stärker, je mehr Energie du verlierst. Scheiße. Ausweichen. Und ich ruf den Sand. Spüre ihn um dich herum. Gegen das wachsende Momentum. Das Momentum beibehältst, wächst die Kraft des Gauntlets. Sei vorsichtig. Momentum kann dir auch gefährlich werden. Phantome werden stärker, je mehr Energie du sammelst. Dein Gauntlet ist etwas befestigt. Es ist ein Amulett. Du kannst es benutzen, um deine Wunden zu heilen. Wie? Danke, dass du mir vertraust. Ich bin schon gefangen seit... Ich kann nicht sagen, wie lange. Mir bleibt ja nicht anders übrig, als dir zu vertrauen. Noch nicht ganz.
Aber wenn wir Menschen vor den Phantomen beschützen können, ist das ein guter Anfang. Bist du allein unterwegs? Ich gehöre zu einer Karawane. Wir wurden von Phantomen angegriffen und haben uns in der Nähe niedergelassen. Was ist dieser Gauntlet? Was macht er hier draußen? Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, aber ich weiß, dass der Gauntlet unvollständig ist. Er hat nur einen Bruchteil seiner Kraft. Ich verstehe. Wir sollten aus dieser Grube verschwinden. Ich kann dir jetzt helfen, denke ich. Doppelsprung kann ich hoch, okay. Mit diesem Gauntlet kann ich meinen Freunden helfen. Ich kann allen helfen. Aber zuerst brauche ich diesen Dieb. Genau genommen solltest du dich zuerst um die Phantome kümmern. Mal erstmal hier gucken. Ah, Greta? Oh, Tigerchen. Dort habe ich vorhin den Dieb gesehen. Suchst du nach jemandem? Das ist eine lange Geschichte. Lila nicht. Ah, da ist er doch. Du hast diese Monster besiegt. Ja, hab ich. Aber wie? Um ehrlich zu sein, bin ich selbst noch dabei, das rauszufinden. Ich bin gekommen, um zu holen, was du Morat gestohlen hast. Du hast dein Leben dafür riskiert? Nicht dafür. Für meine Freunde. Gib mir das Ding. Ich kann mit Morat reden. Wir werden eine Lösung finden. Nee, wird er nicht. Irgendwie. Wer so schon mal ihn rausschickt, wenn es gefährlich ist, dem er wird mich töten, kann man nicht trauen. Nimm das verdammte Ding. Es nützt mir nichts mehr. Danke. Warte hier. Ich komme zurück. Pass auf dich auf, Freund. Ich nicht. Danke, dass du mich gedeckt hast. Ich werde hier warten. Hey, geh und hol Morat. Ich habe sein Erinnerungsstück. Hol den Hauptmann. Jawohl. Und du? Bleib, wo du bist.
Ich bleibe genau hier. Du hast also überlebt. Beeindruckend für Abschaum wie dich. Vielleicht sollte ich noch deutlicher werden. Vielleicht sollte ich... Warte, was ist das da an deinem Arm? Keine Ahnung, ein Fundstück. Wann gehört es mir? Interessant. Was? Du hast uns einen Fluch gebracht. Ergreift ihn. Zurück mit ihm. Sofort. Ich kümmere mich um das hier. Morad, verflucht nochmal. Jetzt ist meine Waffe wieder weg. Mit dem Gauntlet. Und die Stimme ist auch nicht mehr da. Ich muss ihn zurückholen. Ich muss Nayal finden. Vielleicht kann Finderin helfen. Der Sand beobachtet uns. Du lebst. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass Morad deine Leiche in der Wüste verkinnt. Ich habe gesehen, was passiert ist. Der Gauntlet, ich kenne dieses Artefakt. Frag jetzt nicht, wieso. Das Warum? Eine Waffe. Eine mächtige Waffe. Ich habe eine Stimme gehört. Sie sprach zu mir in meinem Kopf. Sei jetzt still und hör zu. Du musst das Artefakt zurückholen. Morad darf es nicht bekommen. Diese Kraft. Wir könnten sie nutzen, um uns von ihm zu befreien. Ja, einst hatten es die Ritter von Bastengar. Vor 10 Jahren nutzten sie es, um der Königin zu trotzen, um das Volk zu retten. Aber wurden sie nicht besiegt? So ist es. Aber der Gauntlet spricht zu dir. Du musst ihn zurückholen. Er könnte uns alle retten. Morad hat sich ins obere Lager zurückgezogen. Sie waren dort auf der Suche nach Arbeitern. Sag ihnen, dass ich dich geschickt habe. Wir verlassen uns auf dich. Schön, dass du zurück... Finderin schickte mich zur Arbeit ins obere Lager. Geh zu den anderen Namenlosen bei den Gräbern hinter den Zelten auf der linken Seite. Jetzt aber schnell. Führst du etwas im Schilde, Namenloser? Du hast diesen miesen Gesichtsausdruck. Die Namenlosen sind unruhig. Sie streiten über die neue Route, reden untereinander. Ich muss zugeben, dass ich selbst an den Anordnungen der Königin zweifle. Warum wurden wir hierher geschickt, in die Wildnis? Meine Soldaten sind erschöpft und traumatisiert vom Angriff. Egal. Ich muss entschlossen wirken. Ein kleiner Einbruch meiner Autorität und wir werden eine Revolte erleben. Eine Revolution braut sich zusammen und ich werde gezwungen sein, sie alle zu beseitigen. Du hast Tribute. Aber das wird unser Untergang sein. Diese Karawane hat bereits genug Blut vergossen. Ich werde jeden beseitigen, der diese zerbrechliche Ordnung bedroht, bevor sie unter ihrem eigenen Wunsch zusammenbricht. Also er glaubt auch nicht wirklich dran, was die Königin sagt. Sicher nicht. Ach Mann, Kater, wirklich hier. Welch unwahrscheinliche Begegnung. Ich habe gesehen, was du im unteren Lager getan hast. Du hast Mut. Ich werde natürlich nicht nach deinem Namen fragen. Aber es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ja, ebenso. Ich glaube, wir sind uns noch nicht begegnet, oder? Ah, mein Name. Natürlich. Mal sehen. Lass uns auf Augenhöhe miteinander sprechen. Ich bin Händler und ich reise. Du kannst mich also den reisenden Händler nennen. Ich habe mich beim letzten Halt der Karawane angeschlossen. Kurz bevor wir in den Sturm gerieten. Das war nicht die beste Entscheidung. Meine Waren sind so herausragend. Der Kopf wackelt und zieht ab und zu ein bisschen nach links und wieder nach rechts. Von Händlern da draußen an die Karawanen verkaufen darf. Nicht, dass es bei dieser Reise besonders gut geklappt hätte. Da. Aber trotzdem, wo wir gerade dabei sind, brauchst du etwas von mir? Na klar. Oh, was tun wir denn hier?
ist ja nur so ein bisschen, die sah aber eben mehr rüstiger aus. Wieder zurück. Schrecklichen Ort verlassen können. Der Sandsturm hat noch nicht nachgelassen. Was machst du mit dieser Rüstung? Du bist ein Namenloser. Warte, willst du etwa freiwillig rausgehen? Bist du verrückt? Ich muss gehen. Ich muss etwas wiederfinden. Es ist wichtig. Die Wache am Ausgang wird dich vielleicht durchlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber du machst einen Fehler. Wenn du freiwillig da raus willst, nur zu. Ja, ich will nicht. Wieso hat er keinen Helm mehr auf? Ein Namenloser weniger, um den ich mich kümmern muss. Da sind wir. Höre. Höre zu. Deine Hilfe zeigt den Weg. Was ist? Ich bin im Moment sehr beschäftigt. Was machst du hier draußen? Außerhalb des Lagers ist es nicht sicher. Für dich immer noch eure Herrlichkeit. Und es geht dich eigentlich nichts an, aber ich schreibe Notizen über diese Sonnenfinsternis. Ich muss einen Bericht für die Kommandantin, für den Hohepriester schreiben. Deine Anwesenheit vernebelt meine Gedanken, Namenloser. Hast du Morat vorbeikommen sehen? Er ist vor nicht allzu langer Zeit in diese Richtung gegangen. Und jetzt geh bitte. Auf Wiedersehen. Höhle. Bergauf. Komm zu mir. Endlos. Höhle, bergauf, komm zu mir, endlos. Brauche deine Hilfe, zeigt den Weg. Ach, jetzt ohne das Ding kann ich keinen Doppelsprung. Komm doch, ich will da nur noch einsammeln, Mensch. Sei bereit zu kämpfen. Der Komplett muss in der Nähe sein. Und Morat. Gauntlet zurück. Wache! Erbärmlich. Das hätte ich von einem wie dir erwarten sollen. Ach, schönes Echo. Wann lernst du's? Du bist nicht ohne Grund namenlos. Und wer vermisst schon einen weiteren toten Namenlosen? Warte. Komm zurück. Zu mir. Wo bin ich? Du bist hier. Ich war... Warum habe ich dich? Du wurdest entführt von Laura. Ich verstehe. Danke, dass du... Bitte, bitte. ...dich beschützt. Ach du heiliger Bimbam.
auf. Ich kann dich beschützen. L1. Okay. Da. Meine Sandhaut lässt sie kristallisieren. Aber das wird nicht lange halten. Dass wir überlebt haben. Wir sollten uns auf den Weg zum Ausgang machen. Warte mal. Was bist du? Ein Geist? Oder etwas Ähnliches? Ich kann mich nicht erinnern, aber der Name Telos, den kenne ich. Telos, die Ordnung, die Sonne, das sagt mir etwas. Ich beginne mich zu erinnern. An meine Kräfte. Später, wir müssen weiter. Die glauben alle an Telos und dann ist der Typ, der, also das Ding, was ich am Hand habe, das ist eigentlich Telos. Würde ich jetzt, also. Würde ich jetzt behaupten. Also ich würd jetzt nur so von dem, was ich bis jetzt gesehen habe und dass er jetzt hier und die Königin lebt schon seit Jahrhunderten und berichtet Telos und so. Ich glaube, der Telos, der ist tot und das ist den wir am Arm haben. Und die Königin tut halt so. Wir sind raus. Karawane ist weg. Dieses Ding. Oder? Ich kenne es. Der Wächter? Er kommt hierher. Abschaum! Verdammt! Gib mir das Relikt. Nö. Es ist nicht für Leute wie dich bestimmt. Es gehört mir. Telos verlangt es. Das ist nicht gut. Ich denke eher die Königin. Genug Unruhe gestiftet. Ich werde. Hauptmann! Es ist die Königin! Ja! Wir müssen sofort hier weg. Los! Schneller! Schneller! Was ist das? Was ist hier los? Wir kontrollieren den Sand. Er trägt uns. Gut. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Denn ich tue es nicht.
Ja, cool gemacht. Nächstes Mal warnen? Ich dachte, ich verstehe. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich möchte die Hunde morgen haben. Ja, Mensch, das Papa nimmt gerade auf. Wir müssen. Aber man gleich Schluss, dann können wir reden, okay? Meine Freunde, Sie werden in die Hauptstadt reisen. Ich muss sie dort finden. Ist das nicht der Ort, wo die Königin lebt? Ich helfe dir! Du willst dahin? Nach allem, was passiert ist? Sorry für die kurze Unterbrechung, meine Kleine. Die Finderin hat erwähnt, dass die Ritter von Bastia früher den Gauntlet benutzt haben. Sie müssen mehr über dich wissen. Die Ritter von Bastia? Das klingt so vertraut, ja. Dann lass uns diese Ritter finden. Am besten, bevor wir die Hauptstadt erreichen. Ich wollte da den Stamm da befreien, also den Namenlosen. Ist ein Durchgang. Du meinst ein Loch? Warte! Vertrau mir. Vertrau mir. Sie sind eiskalt. Vertrau mir. Geil. Ah, eine Trophäe. Also der Anfang fehlt mir. Also. Macht schon Spaß. Oh, ich bin schon bei einer Stunde 7, ey. Oh, ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Mein Sand wird dich abfedern. Meistens. Wir müssen uns ziemlich weit von der Karawane entfernt haben. Vorhin hat jemand den Wächter geführt. Die Königin? Ja, die tausendjährige Königin. Sie ist der Avatar von Telos. Das weiß ich. Das ach, dann ist alles bin ich doch nicht, ist er doch nicht Telos. Aber wir sind vorerst entkommen. Wir sollten weitermachen. Ich spüre Menschen nicht allzu weit von hier. Es gibt eine Siedlung in der Nähe. Das könnte Castrum 7 sein, eine Karawanenstation. Vielleicht wissen Sie etwas über die Ritter. Lass uns aus diesen Höhlen verschwinden. Ich spüre etwas in der Nähe. Im Boden. Das Podest da vorne? Was ist das? Der Gauntlet reagiert darauf. Es ruft mich. Ich erinnere mich an etwas. Das Bauwerk dahin. Wir können es freilegen. Was? Wie das? Ich sag's nochmal, vertrau mir. Wow! Als würde ich in den Sand hineingreifen. Es fühlte sich so seltsam an. Das Metallding im Boden. Es war zerbrochen, aber es muss noch andere geben. Die Fähigkeit, das auszugraben, was unter dem Sand liegt, sollte sich als nützlich erweisen. Ja, denke ich auch. Rang 2 und 3 bin ich ja noch nicht. Ah, jetzt kann ich. Ah, okay. Halte das Momentum im Fluss, um seine Kraft freizusetzen. Ah.
Spürst du es? Der Stein reagiert auf Momentum. Momentum wird schwinden, wenn wir aufhören, Phantome anzugreifen. Oh, was haben wir denn hier? Akiste. Da geht's nicht lang. Muss irgendwie da rüberkommen. Ah, alles klar. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Wie geht's rüber? Nochmal gischt. Anlegen. Erhöht die Verteidigung, erhöht den Schaden. Ja, lassen wir erstmal Verteidigung drin, dann können wir ja dann nachher hier auf verschiedene Stufen. Der Hammer verbessert. Oh, jetzt endlich. Yeah. Der hier ist anders. Er hat viel mehr Kraft. Jetzt erfrischt er seine Kräfte. Cool.
Eingang. Aber wie komme ich nicht hoch? Ach, hier. Boah, ich bin schon bei einer Stunde 15, Leute. Ich glaube, da müssen wir nochmal einen Angezockt machen. Vielleicht auch, können wir auch live machen, wahrscheinlich. Wir sind nah an der Oberfläche. Hier ist noch was. Pilz, nehmen wir mal mit. Was wir haben wir, was wir kriegen, wissen wir ja nicht. Früher gab es hier Berge. Welche Wälder. Spürst du immer noch die Siedlung? Ja, sie ist nicht mehr weit entfernt. Warte, da vorne ist noch ein Metallgegenstand. Ein Amboss, ja! Vielleicht kann ich mich an mehr erinnern. Ah, okay, da ist ein Grün. Erhöhte. Ah, okay. Vielleicht kann ich mich an mehr erinnern. Zurück! Warte! Warte! Bist du die Stimme in meinem Kopf? Ja, dieser Amboss erlaubt es mir, mich in dieser Form zu zeigen. Bewegen kann ich mich allerdings nicht. Seltsam. Ich bin Nayal. Ja, Nayal, das hast du mir schon gesagt. Aber all das hier, sag mir, was hier los ist. Was bist du überhaupt? Ich bin ein Geist, denke ich. Tut mir leid, mein Gedächtnis ist immer noch lückenhaft. Der Gauntlet, den du trägst, ist ein uraltes Artefakt. Und es enthält gewissermaßen nun mich. Dieser Amboss, er ist mit dem Sand an diesem Ort verbunden. Ich spüre Erinnerungen durch ihn. Nicht nur meine. Die Erinnerungen des Sandes. Du musst dir etwas ansehen. Was? Wie? Erinnerung des Sandes, hä? Vor 10 Jahren begehrten die Ritter von Bastengar gegen uns auf. Sie erwarteten uns in ihrer größten Festung in Kaladrias. Eine Festung, unbezwungen seit Jahrhunderten. Doch ihre Hoffnung war trügerisch. Und ihr Mut war größer als ihr Verstand. Ich hatte sie vor ihrer Torheit gewarnt. Gewarnt, dass ich gezwungen wäre, sie niederzuschlagen. Doch sie hörten nicht auf mich. Telos forderte die Säuberung. Und ich tat, wie geheißen. Der Kampf brach los. Und wir waren weit überlegen. Ich bin immer noch der Meinung, doch die Ritter hatten eine geheime Hoffnung. Telos der Typ ist und die Königin nur so tut. Aus der ältesten Zeit. Angefüllt mit Macht, die meiner ebenbürtig war. Doch es war eine trügerische Hoffnung. Denn der Gauntlet konnte nicht geführt werden. Er war nicht bereit und wandte sich gegen sie. Das Symbol ihrer Hoffnung fiel. Und mit einem einzigen Lichtblitz nahm es ihnen alles. Die Rebellion war gescheitert. Das Licht verblasste, der Sand setzte sich und Stille zog ein.
Diese Vision kam aus der Vergangenheit. Die Ritter von Bastengar haben den Gauntlet in der Vergangenheit benutzt. Aber es hat nicht funktioniert. In der Vision konnte ich die Ritter sehen. Finderin hatte recht. Sie wissen über den Gauntlet Bescheid. Dann bleibt unser Ziel unverändert. Ich will auch mehr darüber wissen, was geschehen ist. Und über mich. Und wenn wir das geschafft haben, können wir Finderin und die anderen in der Hauptstadt sehen. Ich hoffe, sie sind in Sicherheit. Dieser Amboss hat mir eine weitere Erinnerung gebracht. Wir sollten jetzt in der Lage sein, durch die Luft zu springen. Warte mal. Meinst du etwa fliegen? Nein, nicht fliegen. Versuch es einfach und du wirst sehen. Ja, da fahren wir dann morgen hin, ja? Also ein Playmobil ist das Hasi. Playmobil, alles frei! Papa kommt, Papa macht gerade noch eine Aufnahme, Hasi Pupsi. Ich kann den nicht, doch, ich kann verbessern. Nee, kann ich nicht. Wieso kann ich den nicht verbessern? Achso. Aufgedeckt. Luftsprung haben wir jetzt, aber ich kann da halt nicht mehr machen. Spiel speichern können wir. Neuen Speicherpunkt. Mal gucken. Und langsam. Okay. Ja, dann würde ich hier auch jetzt langsam Schluss machen, weil wir sind fast bei 1,5 Stunden. Weil wenn wir das wahrscheinlich im Stream weiterzocken oder ich mache noch 1-2 Aufnahmen und dann kommen in den nächsten Tagen noch mehr. Ich weiß es nicht, muss ich gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Also bis jetzt hat es mir mega Spaß gemacht. Vor allem mit dem Sand, ich konnt mir vorher nichts drunter vorstellen, wie das sein soll mit dem Sand, dass man Waffen aus Sand macht und die ganze Logik dahinter und wie das alles funktioniert und ob das so reibungslos funktioniert und so. Aber die Steuerung ist sehr präzise, es funktioniert alles reibungslos. Die Story hat mir bis jetzt sehr gut gefallen, aber ihr habt gesehen, ab und zu ein bisschen flackern und so. Also das ist halt, wie gesagt, noch vor dem Day One Patch. Der Day One Patch kommt am Tag des Releases. Also am 10.8. Ja, und ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.